Der nächste Redner ist jetzt Andreas Ottenschläger, er ist von der Volkspartei. Am Ende der Debatte. Und ich möchte noch ganz kurz wieder zum Anfang zurückkehren. Geschätzte Frau Kollegin Klubobfrau der SPÖ, Frau Kollegin Rendi Wagner. Sie haben ja Ihre 20-minütige Rede am Beginn eben dieser Debatte hauptsächlich dazu genutzt, die Bundesregierung, ja, man kann es nicht anders bezeichnen, mehr oder weniger anzuklagen und eigentlich keine wirklich konkreten Vorschläge hier zu unterbreiten, die, glaube ich, die Zuseherinnen und Zuseher sehr interessieren würde. Sie haben natürlich, und auch mein Vorredner gerade wieder gebracht, einen Vorschlag haben Sie schon gemacht, nämlich die Forderung nach einem Preisdeckel für Gas und Strom. Das klingt einmal aufs Erste irgendwie ja, sehr populär und einfach. Das wird schon funktionieren, so unter dem Motto. Und Sie haben als Vorbild die sozialistisch geführten Regierungen in Spanien und Portugal genannt, die diesen Preisdeckel schon eingeführt haben. Da investiert der Staat 8,5 Milliarden Euro, um eben bei den Unternehmen diese Preisdifferenz zu kompensieren. Soweit, so gut. Aber Frau Kollegin und liebe Kolleginnen und Kollegen der SPÖ, diese Forderung, die Sie hier immer bringen, was Sie aber nie dazu sagen, was Sie nie dazu sagen ist, dass dort die Konsumentinnen und Konsumenten verpflichtet werden, über die nächste Zeit dann dieses Geld wieder zurückzubezahlen. Und das sollten Sie dann ehrlicherweise dazu sagen, wenn Sie solche Vorschläge einbringen.